Akkordmelodik. In diesem Stück kamen Akkordmelodien vor. Akkord, das ist der Zusammenklang von mindestens drei verschiedenen Tönen. Das geht normalerweise auf der Klarinette nicht, deswegen zeige ich das jetzt mal auf der Gitarre. Wir haben hier den Akkord C-Dur und der klingt folgendermaßen. Da klangen drei Töne, das C, ein E und ein G. Das ist der sogenannte Dreiklang. Die kann man auch gut hintereinander spielen, die Töne, also nicht gleichzeitig. Oder folgendes. Das war so eine typische Gitarrenbegleitung. Mehrere Töne gleichzeitig auf der Klarinette spielen, ist normalerweise nicht möglich. Oder vielleicht doch. Klingt vielleicht so, als hätte ich mich vergriffen, aber es soll so sein. Moderne Komponisten zeitgenössischer Musik verlangen solche Klänge auch auf der Klarinette. Aber um diese Klänge geht es in dieser Folge nicht. In der älteren Musik wurden die Töne des Akkords nacheinander gespielt und damit eine Melodie geformt. Genauso wie das am Ende auf der Gitarre auch war. Da habe ich auch die Töne hintereinander gespielt. Diese Akkordmelodik ist in der alpenländischen Volksmusik sehr oft zu hören. In diesem Stück gerade war die Akkordmelodik gut zu hören. Auch das nächste Stück aus der Schule von Closé ist ein gutes Beispiel für diese Kompositionstechnik. Zum Ende ein Stück von Kocken. Auch hier sind Akkordmelodien zu hören, aber auch Tonleitermelodien. Rhythmisch nicht ganz einfach. Musik.
üben Sie wie immer auch die zweite Stimme. Die Noten zum Mitspielen und Üben finden Sie über einen Link in der Videobeschreibung. Ihre Fragen stellen Sie bitte in den Kommentaren. Viel Spaß beim Üben und viel Erfolg und tschüss.